Guten Mittag, meine lieben Damen und Herren. Willkommen in Folge Sovino. Ich habe jetzt eine Uhr gekauft, die jetzt gerade rutscht, als ich sie erwähnte. Jetzt rutscht sie weiter. Oh, das ist zum Kotzen. Ich muss hier mal aufräumen. Auf diesem kleinen Schemel liegen 1000 Papiere. Immer dieses typische Prinzip. Ich muss mal eben noch mal kurz tun und dann mache ich noch mal eben kurz und dann mache ich noch mal eben kurz und der Tag hat dann irgendwie 100 mal eben kurz und ist dann voll. Ja, im Moment nicht über meine Stimme wundern, wenn sie wundernswert ist, sonst ist es gar nicht beachten. Ich bin krank, aber ich weiß, dass heute Freitag ist. Es kommt eine Freundin, die über Nacht bleibt und bis Montag wahrscheinlich auch bleibt. Und ja, ich brauche Folgen. Ich habe jetzt letzte Woche schon eine Woche Pause gemacht, aufgrund dessen ich, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, den neuen Rechner eingerichtet habe. Und, naja, da hatte ich Praktikum und es ging alles schief und ich brauchte die Woche einfach. Ja, ich habe jetzt die Tage nochmal vernünftig am Rechner gearbeitet, habe hier Treiber aktualisiert ohne Ende und gemacht und getan und sag mal, du hörst mal auf zu heulen da. Und habe hier installiert und programmiert und lasst uns mal von diesen Nervensägen da weg und gemacht und getan und jetzt endlich bin ich soweit und kann sagen, der Rechner ist soweit bereit. Ich brauche zwar noch den alten PC, um die Videos zu schneiden, weil ich noch kein vernünftiges Programm auf dem neuen PC habe, aber ich kann jetzt vernünftig aufnehmen. Wie wir sehen, wir haben jetzt auch hier eine lossless Quality, also wir haben hier einfach eine vernünftige Qualität. Gut. Ich nasche gerade ein paar Salzstangen, because of Verdauungsprobleme. Ich darf das. Vom Stil her wirkt dieser Schrank hier so ein bisschen asiatisch, ne? Hallo. Kann uns gleich noch was beibringen. Warum nicht? Unsere erste Tat. Sprech mit Großknecht Steinbraue. In Golbola. Mensch, schön diese Gegend hier. Heute Morgen hatten wir auch ein richtig schönes, klares, richtig, also die Luft, die roch richtig negativ geladen. Wie nach so einem richtig starken Gewitter. Also wir haben im Moment auch richtig schöne, klare Luft. Ich würde auch irgendwann einfach mal gerne mindestens sowas wie Svalbard sehen. Wenn nicht sogar Grönland oder so. Also so richtig boreale bis hin zu arktischen Gegenden. Da bin ich echt mal für. Was kann ich für euch tun? In dem Steinbruch wurde nicht nur geschürft. Ich leitete ein Ausgrabungsteam der Forscherliga. Wir suchen nach wertvollen Artefakten, nach alten Artefakten. Mir gelang die Flucht, aber meine Kollegen hielten sich tiefer in der Mine auf und überlebten den letzten Angriff der Trox nicht. Sie waren sehr stolz auf ihre Arbeit und riskierten ihr Leben, um mehr über unsere Geschichte herauszufinden. Wenn ihr in die Minen geht, dann nehmt diese Spitzhacke mit. Vielleicht findet ihr ja etwas in dem Stollen, das die von den Ausgräbern begonnen wurden. Man sieht sich. Ja, es wird sich herausstellen, ob wir das, ne? Ich wollte gerade sagen, und sonst hat hier keiner was für uns. So, ihr. So, was ist denn hier los mit dem? Grüße. Was erzählen die sich denn hier? Da stand doch eben was, ne? Zwergisch. Ich nehme alles, was ihr habt und gebt noch eine Flasche dazu zum Runterspülen. Ach so. Freudenfeuer. Er weint einem Freudenfeuer. Ich verstehe das hier alles gerade noch gar nicht, außer dass die dauernd am Lachen und Heulen sind. Ich verstehe das echt nicht. So, was haben wir hier? Hier geht's tiefer runter. Ich möchte nicht in ihm drinstehen. Wie geht's? Trox, ich könnte schwören, dass die Götter sich nur in dieses Land geschickt haben, um mich zu quälen. 10 Zentimeter tiefer in die Minen und 2 Schritte zurück vor den Trox. Unteroffizier Flinthammer. Ach, der Name sagt mir nichts, aber einer der Minenarbeiter heißt Flinthammer. Er gehört zu den Glücklichen, die aus der Mine fliehen konnten, aber die meisten anderen sind dort unten eingeschlossen. Seid auf der Hut. Diese vom Licht verfluchten Trox verwandeln meinen Arbeitsplatz in eine Ruine. Schaut euch das an. Da geht's schon wieder ein Pulverfass hoch. Oh Mann, ich wünschte, ich
könnte da runtergehen und allen einzeln ihre dürren Hälse umdrehen. Ich will sie alle töten. Ach, das kann nicht gut für meine Gesundheit sein, all dieser Stress, diese Wut. Was haben sie mir gelassen? Nichts. Ich würde sie persönlich umbringen, aber ich ziele nicht mehr so gut wie früher. Geht in den Steinbruch und tötet einige dieser dreckigen Mistviecher. Ich werde euch bezahlen. Hauptsache, ihr verletzt sie. Tötet sie. Mögen eure Reisen sicher sein. Okay, also der ist schon mal ein bisschen stinkig. Hatten wir hier schon den Flugplatz? Lust auf ein Glas? Ja, aber was denn für eins? Also was für ein Inhalt? Seid auf der Hut. Ich habe richtig schöne Gläser in der Möbelbombe gesehen, hier in dem Geschäft um die Ecke. Ich gieße mal eben Tee ein. Hab mir da aber, wie gesagt, diese Uhr geholt, mit der ich jetzt gucke, wann halbe Stunde Folgen vorbei sind. Wir zum Beispiel nehmen jetzt gerade so 6 Minuten auf, in dem Dreh. Und ich habe mir da noch eine schöne Schwebependeluhr geholt. Ich mag ja Schwebependel und ich konnte mich nicht zurückhalten, die zu holen. Ne? Es tickt halt auch einen im Schlafzimmer. Muss einfach sein. Das Schöne ist halt, dass diese Secondhand-Sachen alle so günstig Schön sind. Schön, euch zu sehen. Oh mein Gott, man gönnt sich ja sonst nichts, wa? So. Als Mitglied des Senats und der Forscherliga habe ich mir vorgenommen, die Zustände im Steinbruch zu inspizieren. Die Trucks sind außer Rand und Band. Sie haben den Golbolar-Steinbruch auf den Kopf gestellt. Als wir in die Tiefen des Erdreichs vorstießen, strömten sie ans Tageslicht, zerstörten unsere Ausrüstung und schlossen viele Bergarbeiter unter Tage ein. Wir müssen sie von hier vertreiben. Ich habe Magier Überstunden machen lassen, damit diese Runen der Rückkehr verzaubert werden. Wenn ihr sie in die Hände der gefangenen Minenarbeiter bekommen könnt, können sie unbeschadet zur Oberfläche zurückkehren. Das werden wir sehen. Also dieses Gelache wird mir ja auf Dauer auf den Keks gehen. Zum Glück bin ich hier nur zwischen den Quests, ne? Dann lasst uns hier mal runtertapsen. Hier ist der Weg nach unten, oder? Nein. Oder da hinten? Mal sehen. Na jedenfalls... Auch an der Möbelbombe, da gibt es immer so viele schöne Möbel, die sie da finden. Und sogar eine richtig große, richtig dicke, große Pendeluhr, ne? Also, Massivholz natürlich alles. Ah, das ist wieder was da, ne? Da werde ich dann wieder... Aber du kannst ja auch nicht übertreiben. Wort der Heiligkeit. So. Was hat das jetzt gebracht? Zehrt 3 heilige Kraft auf ein verbündetes Ziel. Ah, zu heilen. Na gut, das bringt gerade noch nicht so viel. Hart. Wo kommt ihr denn alle her? Erstmal hier alles umhauen. Ja, jetzt schon. Oha, guck mal, jetzt ist das Ding da voll am Leuchten. Heilige Kraft, Ressource, die von allen Paladinen verwendet wird. Fähigkeit erzeugen heilige Kraft und andere verbrauchen. Hm. Gibt's das schon immer? So, ein Artefaktengraben. Ein gefrorenes Artefakt. Mensch, sieht nicht mehr so ganz lebendig aus, der Gute. Vor allen Dingen, man sieht ja auch immer, dass die Leute leben, weil alles an denen bewegt sich immer. Die können ja gar nicht stillstehen, die sind immer am Wippen und am sich bewegen, einfach damit man sieht, die sind nicht statisch, ne? Die sind lebend. Weil niemand atmet so und bewegt dabei seinen kompletten Körper. Ob das nun gesund ist oder nicht, sei dahingestellt, aber niemand tut das. So eine Banane habe ich mir auch geholt, soll ja auch helfen bei Verdauungsproblemen. Aber es geht mir heute schon viel besser als gestern. Gestern hatte ich richtig die
Glieder und Muskelschmerzen, ein bisschen Kopfschmerzen. Und mein Hals, also der hat mir echt, boah, schön Dolodobendan weggehauen gestern. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, ganz ehrlich. Kommt manchmal. Die Jahreszeit dafür ist da und mein Gott, ich werde fast nie krank. Dann kann ich das auch mal hinnehmen, wer ich denn mal bin. Naja. Boah, seit 2 Wochen habe ich hier mein Hintergrundsystem aufgebaut, denke ich mal so in dem Dreh. Ich habe es immer noch nicht geschafft, dass ich ein neues Vlog aufnehme. Ja sicher, es kommen jetzt immer noch Folgen. Einfach weil ich schon Wochen im Voraus produziert habe. Und es war ja auch nicht meine Absicht, dass ich jetzt jede Woche 2 Vlogs und dabei bleibt es dann auch. Dass ich es weiterhin schaffe, dieses Pensum zu erfüllen. Ich muss ja nur das ganze Material mal bearbeiten und raushauen, was ich noch auf Platte hatte. Aber ich würde gerne mal jetzt ein neues Vlog hier. Einen neuen Bude aufnehmen. Warte mal. Komm her, du Dober. Zack. Die hören sich auch immer gegenseitig knurren, ne? Diese kleinen Nervensägen. Steingestalt. Interessant. Puh. So, wie war das noch? Gefangene Minenarbeiter. Die sind eher da drin, ne? Du gehst mir mal nicht auf den Keks. Die sind aber sehr aggressiv, muss ich sagen. Also, die kommen gleich angerannt, wenn was ist, ne? Vernichten! Verstehe ich auch den Zwerg, dass er die da umhauen will, weil die sind ja echt sehr nervig, muss ich sagen. Die lassen auch sofort ihr Tagwerk sein. Naja. Puh, jetzt sind wir aber richtig. Naja. Ja, ich bin echt froh, dass ich das mit dem Rechner endlich erledigt habe. Meine Güte, das war aber auch ein Hin und Her. Es ist unglaublich. Ich kann das jetzt nicht plündern. Ich plündere dich gleich mal. Wie geht's? Das Licht segne euch, ihr habt mich gerettet. Ja, scheint ganz so. Ach ja. Ich bin ganz Ohr. Du bist sogar kein Elb. Du hast doch nicht so lange Ohren. Boah, ich hab mal die Trilogie jetzt hier. Die Blu-ray. Ich dachte, sie würden mich in Stücke reißen. Die Blu-ray-Trilogie, ne? Von Herr der Ringe, wollte ich gerade sagen, vom Hobbit. Die haben da 30 Stunden Zusatzmaterial reingepackt. Da bin ich immer noch nicht durch. Auch wenn ich es sehr gern mag, aber so viel kannst du gar nicht gucken. So viel, wie die da an Zusatzmaterial reingemacht haben, ist unglaublich. Ist natürlich verdammt interessant, wie sie das alles gemacht haben. Gut gemacht. Aber wie gesagt, ich komme da gar nicht hinterher, da gucken. Heute kam Insidious 3 an, da bin ich auch schon mal sehr gespannt. Was geht euch durch den Ich habe es ja bisher nur einmal im Kino geguckt, die anderen Filme habe ich ja alle schon 1000 Mal geguckt, weil Insidious ist einfach, was Horrorfilme angeht, genial. Ich mag das total. Das auf jeden Fall. Töten! So, das Jub-Jub war Skype, da nervt schon wieder jemand und da sage ich wirklich Nerven. Redet mit mir. Die meisten Leute, die ich auf Was Skype habe, die nerven eher. Dann fragen sich jetzt manche, warum. Ich kann es kaum erwarten, zu meiner Familie nach Hause zurückzukehren. Hab Dank.
Dann sagen vielleicht manche, ja, warum hast du die denn überhaupt drin? Lust auf ein Glas? Ja, weil das ist so eine Sache, ne? Auf Skype findet man mich halt auch leicht und ich bin lieb. Ich dachte, sie würden mich in Stöcke reichen. Ich bin lieb. Das heißt, wenn ich wenn Leute danach fragen, dann nehme ich den Skype auch an. Aber ich muss sagen, auch wenn früher Skype so meine Hauptplattform zum Chatten war, ist es heute gar nicht mehr so. Also ich bin heute da noch ganz nebensächlich hin und wieder, also kaum. Ich denke mal, auf Facebook bin ich am besten zu erreichen, wenn man mal eben kurz was will, aber wirklich nur kurz. Ich bin jetzt keiner, der auf Facebook da gerne Arien beantwortet. Für sowas gibt es dann halt auch Mails und so, wo man sich dann in Ruhe Zeit nehmen kann. Aber mal eben kurz, sage ich mal, seitenlang was in Facebook ist dann eher schwer. Ihr seid das Beste, was ich gesehen habe. Ihr seid die Trox hier auftauchen. Na gut, ein Kompliment ist das noch nicht wirklich. Nee, aber ja, wie gesagt, Facebook ist nur mal eben kurz zwischendurch, ne? Da habe ich selten Ruhe. Da halte ich auch eigentlich nur auf dem Laufenden, was bei mir gerade so abgeht. Und dann auch nicht über alles, aber über vieles. Ach ja, weil diese Nerven, weil dieser Nervenbolzen hier ankommt. Tja, wann war die letzte Aufnahme? Ich glaube Dienstag oder Mittwoch vor einer Woche, ne? Mensch, jetzt sieht hier aber, ich glaube, dem brauche ich keinen Stein mehr in der Hand drücken. Nee, nicht. Ich will hier daran. Von mir aus kloppe ich den auch erst um. Dann ist mir doch egal. Ach so, das ist schon bereit zur Abgabe. Ich muss nur noch einen Kerl retten. Dann retten wir mal einen Kerl. Wie geht's? Besser als dir, mein Junge. So, jetzt erstmal Pro-Schicht hier ein bisschen. Mal gucken, ob der Tee schon trinkbar ist. Boah, Leute. Ich habe ja keinen Kamillentee mehr. So habe ich mir eine Mischung aus Brennnessel und Sanddorn gemacht. Das sind ja auch relativ weniger für den Hals, mehr für den Verdauungstrakt, wa? Inventar ist voll. Ja, das ist ja erfreulich. Hoffentlich können wir den Dreck da oben gleich verkaufen. Sind ja nun auch bereit, hier wieder zu verschwinden. Zum Glück ist mir noch so in etwa klar, wo wir herkommen. Naja. Dass ich gestern Nase geputzt habe das sind aber auch Nervensägen. Und genießt habe, ey, das gibt's doch gar nicht. Also, was ich genießt habe, das ist unglaublich. Ja, das, was gestern gewesen war, das ist heute das aufs Klo müssen. Ich habe mehr, also, was habe ich mir geholt? Loperamid Akut. Ist so ein Stopper, ne? Also, der stoppt einfach mal den Durchfall. Ich bin mal gespannt. Viele sagen, ja Mensch, der Dreck muss dann auch raus, wenn man muss, ne? Na gut, kann man so sehen. Muss man aber nicht. Nee, es ist irgendwann einfach nur noch nervig, ne? Wenn man so den zweiten Tag hat, man möchte auch nicht, ich hab schon bald 2 Kilo runter. Das geht ja nun auch nicht. Hallo? Habt ihr dort unten Artefakte gefunden? Ich danke euch für die Bergung dieser Artefakte. Ich werde dafür sorgen, dass die Museum von Eisenschmiede ausgestellt werden, zusammen mit der Geschichte derer, die bei ihrer Bergung ums Leben kamen. Erst noch aussuchen. Ich denke mal, Stiefel sind hier wichtiger. Mögen eure Reisen sicher sein. Und ein Beutel, das ist schon mal super. Ne? Was geht euch durch den Kopf? Ach, das ist zu viel. Was für eine Erleichterung.
Ich bin froh, dass es euch gelungen ist, so viele Minenarbeiter zu retten. Gunhold, Bert, ich werde sofort ihre Familien in Kenntnis setzen. Der Senat wird von eurer Rolle bei der Rückeroberung der Mine erfahren. Jo, der ist gut. Fort mit euch. Stufe 10, yay. Es sind nun Spezialisierungen verfügbar. Was bin ich für ein Paladin? Bin ich heilig, bin ich Schutz oder Vergeltung? Ja gut, heilen bringt uns hier im Solo-Play eigentlich so gar nichts. Würden wir jetzt mit jemandem zusammenzocken, wäre heilig natürlich praktisch. Ruft die Mächte des Lichts hernieder, um zu schützen und zu helfen. So. Schutz, benutze heilige Magie, um sie und Verbündete vor Angreifern zu schützen. Bringt ja nichts, wenn wir alles Mögliche aushalten, aber den Gegnern keinen Schaden zufügen. Also im Solo-Play ist immer Schaden wichtig. Vergeltung. Rechtschaffene Kreuzfahrer. Die Gegner mit Waffe und heiliger Magie richten und strafen. Ja, muss ja. Wir kommen ja im Solo-Play gar nicht anders voran. Urteil des Templers, ein mächtiger Waffenangriff. Oh, der frisst aber auch drei heilige Kraft. So wie gesagt, mit der Herrlichkeit hier, das können wir vergessen, das brauchen wir nicht. Betäuben. Ja gut, ich finde das aber sinnvoller. Erhöhte Schaden, den ihr mit Zweihand-Nahkampfwaffen verursacht, um ein Drittel. Das ist eine einhändige, also. So sehen, dass wir auf zweihändig umsteigen. Schön, euch zu sehen. Nun, jetzt geht es mir schon etwas besser. Aber ich werde mich erst wieder richtig freuen können, wenn sie alle tot sind. Restlos alle. Seid auf der Hut! Warum denn auf dem Hut? Was ist, wenn ich nicht lieber eine Käppi trage? So. Was bist du für ein Lehrer? Du lehrst Bergbau. Wir sind ein Zwerg. Bergbau mustert können. Bleib sauber. Ich bin sauber. So, jetzt müsste ich noch irgendwie einen Verkäufer finden. Uff. Gibt's hier niemanden, der was verkauft? Oder eben auch ankauft? Ah, mein Held. Was geht euch durch den Kopf? Eine Spitzhacke wäre jetzt praktisch, aber nee. Machen wir den Questbeutel draus. Das ist der Fressbeutel. Anlegen, bitte. Oh, Mann. Habe ich jetzt zurückgekauft? Wohin ist er verschwunden? Ist er das? Den kannst du verkaufen. Mhm. So, dickere Schuhe. Das ist Schrott. 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 Seelengebunden. Ach, aufblasbarer Donnerzorn. Das ist ja das Spielkram hier unten. Schrott. Zweihändig. Macht zwar einen halben weniger Schaden pro Sekunde, ist aber eine Zweihandwaffe und macht im Endeffekt mehr Schaden, weil wir 30% mehr Angriffskraft haben. So. Mögen eure Reisen sicher sein. Auf jeden Fall.
Du, jetzt müsste ich echt nochmal eine Spitzhacke kriegen. Verkauft er mir keine? Hallo? Bergbaugeselle. Nee, war ohne Spitzhacke kann ich ja nix. Kann ich nix abbauen. Ja, ich bin 3,5 Stunden wach, nachdem ich 11 Stunden gepennt habe. Wenn man krank ist, ist halt alles zu wenig. Wie geht's? Ihr wart eine große Hilfe bei der Sicherung der Minen und der Rettung der gefangenen Minenarbeiter. Es wird das Senat freuen, dass ihr und Hauptmann Tarans Gebirgsjäger Fortschritte bei der Sicherung Dun Moroks gemacht habt. Ich besorgte allerdings, dass ich keine Berichte von Unteroffizier Barum und seiner Abteilung erhalten habe. Sie wurden nach Osten geschickt, auf die Straße, die zum Helmsbettsee führt. Dort sollten sie einen kleinen Außenposten errichten. Würdet ihr zu Barums Posten reisen und sie nach dem Unteroffizier sehen? Man sieht sie. Na klar, machen wir das. Wo ist das? Warum? Ach, eigentlich mir. Aha. Boah. Eigentlich trinke ich viel. Elektrolytlösung habe ich vorhin auch noch getrunken. Aber irgendwie weiß es genauso mit dem Essen. Ich wache auf, habe Hunger und denke, ist ja ein gutes Zeichen, wenn man krank ist und trotzdem nur Hunger hat. Esse ich was, fühle ich mich voll. Hör ich auf zu essen, habe ich wieder Hunger. Stehe auf, tut der Bauch weh. Das ist schon unglaublich. Warum tötet er es nur, anstatt es dann auch zu fressen? So würde ein Tiger nicht handeln. Der Tigerhunger hat, packt er sich das an, aber nicht um zu töten, sondern um zu fressen. Das ist ein Tiger und kein Mensch. Diese großen Klumpfüße, die Zwerge immer haben, ne? Das ist ja bald wie so ein Hobbit. Was die da an Schuhwerk tragen. Weil Hobbits tragen ja auch nie Schuhe. Sieht aus wie so Holzplatten. Vernarbter Klippeneber. Da lassen wir den mal in Ruhe. Solange wir dem nichts tun müssen, tun wir es auch nicht. Barums Posten. So, ich hast du eventuell... Achtplatzbehalter, 6 Platz. Er kostet aber auch eine Menge Schotter, ne? Und momentan haben wir echt noch Platz, dann lassen wir das mal. Weil es ist ein Schmied, hat Geschenkband. Aha, Geschenkpapier mit rotem Band. Es hat aber keine Spitzhacke. Natürlich auch ein Glas Milch. Ja, genau. Weißt du, er hat sogar Holz als Schmied. Einfach mal so ein paar Bretter Holz. Und alle möglichen Täschchen von Dolche und Gebeine. Ne? Aber er hat keine Spitzhacke. Ich sag da mal nichts zu. Wärmen dir mal schön die Pfoten. Da steht aber Lagerfeuer, nicht Freudenfeuer. Oder stand da eben auch Lagerfeuer und ich bin doof. Wie geht's? Ah, gut, dass der Senator nicht allein hierher gekommen ist. Das ist gefährlich hier. Wir werden all die Hilfe brauchen, die wir kriegen können, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Bleib sauber. Aha. Ich guck mich gerade nur ein bisschen um. Zeltarchitektur angucken und so. Wer bist Was du denn? Was geht euch durch den Kopf? Die Elemente sind aufgewühlt, Paladin. Der Kataklysmus hat die schlafenden Wassergeister im Helmsbettsee südlich von hier geweckt. Sie sind wütend, verwirrt. Nicht gewillt, sich meine Bitten anzuhören. Ich habe alles versucht, um sie zu beruhigen, davon zu überzeugen, die Gebirgsjäger des Unteroffiziers nicht mehr anzugreifen. Ich sage das nur ungern, aber uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen die Elementare töten. Was kann ich für euch tun? Ah,
Kogon sagt, der Kataklysmus habe das Gleichgewicht der Elemente auf der ganzen Welt erschüttert. Der Helmspitzsee im Süden war immer wunderschön und ruhig, doch nun wimmelt es dort von wütenden Wasserelementaren. Als sie begannen, den See zu verlassen, schickte ich Truppen dorthin, um sie abzulenken, aber die meisten wurden in Eisblöcken eingefroren. Wenn wir sie befreien können, werden sie sich wahrscheinlich erholen. Ich kann niemanden für eine zweite Expedition zum See entbehren. Würdet ihr es versuchen? Ja, das können wir wohl tun, ne? Bleib sauber. Bin schon sauber. Na gut, hier am Barumsee werden wir die aufgewühlten Elemente aber erst in der nächsten Folge, wieder zur Ruhe zwingen können. Bringen passte ja nicht ganz, ne? Dies ist also die erste Endcard mit einer neuen Vorgehensweise, dass ich halt auf die Uhr schaue, die ich hier liegen habe und jetzt gerade zurückdrehe, wieder auf Null zurück für die nächste Folge, weil ich mir gedacht habe, wenn man noch im LP drin ist und gerade aufnimmt, kann man so eine Endcard viel besser bequatschen. Ich kann euch dann zwar nicht mehr sagen, was ich gerade nebenbei beim Schnitt so treibe, dass ich dann sage, ach ja, Mensch, ich war gerade, was weiß ich, einkaufen oder ach Mensch, jo, ich komme gerade von der Maßnahme. Nee, das kann ich nicht mehr tun, aber meine Güte, immerhin, ich finde das so praktischer, ne? Ich habe mich schon immer gefragt, wie befestigen Zwerge solche komischen Metallbolzen irgendwie in ihrem Bart, dass die dann da so runterhängen? Ne? Im Bart halt diese Bämmels, die ja scheinbar irgendwie aus Metall sein müssen. Wie befestigen die die da? Weil die können die ja nicht einfach reinzwicken, oder? Wenn denn da dauernd was so an deinem Barthaar und auch eben am Kiefer zuppelt, tut das nicht dauernd weh? Leute mit ein bisschen längere Haare, die wissen das eventuell, dass das weh tut, wenn man sich den ganzen Tag die Haare so zurückbindet, ne? Weil das ja nach hinten gezogen wird. Ich habe ja auch längere Haare und ich mache das hin und wieder ja auch. Und deswegen, das muss doch am Bart noch viel fürchterlicher sein, gerade wenn da Metallgewicht dranhängt. Na gut. Wir haben da oben gerade einen passiven Buff, den ich gar nicht kenne. Zeichen des Geplänkels. Bonusereignis Geplänkel. Durch Arena-Geplänkel erhaltene Ehre bis um 200% erhöht. Na gut, Arena-Kampf ist ja nichts für mich. Na gut, ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Was auf den Endscreen quatschen tue ich jetzt nur noch, falls noch genug Endscreen übrig ist und ich eben nicht die GEMA auf den Plan rufen will, wobei ich immer noch nicht weiß, ob die halt meckern würden bei einem Lied, was eben aus dem asiatischen Raum kommt. Da steckt die GEMA ja meist nichts zwischen, die sind ja eher für unsere westlichen Sachen zuständig. Wobei ich mitkriege, weißt du, im Making-of habe ich gesehen, wie in der einen Szene Legolas bzw. Orlando Bloom da hat er sich gewünscht, die Melodie vom Herr der Ringe, dieses ne? Das hätte er gerne im Hintergrund abgelaufen gehabt. Die haben das Echo nicht gefunden und haben es über YouTube ablaufen lassen. Genauso wie sie direkt Szenen aus dem Film, wo sie halt Orlando da veräppelt haben und da den Legolas haben stehen lassen und haben dann das was zusammengeschnitten von wegen Bringing the Hobbits to Isengard, 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 we're bringing the Hobbits to Isengard und so. Und haben dann da so ein Lied draus geschnitten. Und da haben sie das mit ihm nachgestellt aus Spaß, ne, mit dem Handy gefilmt. Und das ist immer wieder sowas, wo ich sage, meine Fresse, die haben nicht mal was dagegen, dass man da auf YouTube-Zeichen verwurstet und so Krempel. Nur die GEMA halt, ne? Solche Leute haben denn da was gegen. Leute, die aus schon bestehenden Dingen einfach noch mehr Geld raussaugen wollen. Das ist furchtbar. Vieren. Na gut, jetzt ist aber echt Endcard lange genug, würde ich sagen. Eventuell spreche ich hier schon auf dem Lexikon, ich weiß es gar nicht. Tut mir leid, falls es so sein sollte. Ich sage nochmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und kümmern uns um die Elementare und bis dahin. Tödelö!